Hallihallo, einen wunderschönen guten Tag, meine liebe Zuschauerinnen, Zuschauer, wie auch immer. Ich bedanke mich, ne, erstmal für dein Interesse hier überhaupt an diesem Video. Und ja, heute soll es darum gehen. Ich hatte einfach so einen kurzen Gedankenblitz heute Morgen. Ich möchte einfach die Frage stellen, ob ein neuer Mann in deinem Umfeld, in deinem Energiefeld, in deinem Leben auftaucht. Das ist jetzt kein Single-Orakel. Es geht hier wirklich nur um die Frage, kommt da noch jemand, egal ob du in einer schwierigen Liebessituation, in einer Partnerschaft, in einer unglücklichen, in einer glücklichen, das ist jetzt ganz egal. Du musst gucken im weiteren Verlauf, ne, geht es natürlich jetzt nicht nur speziell um die Frage, kommt da noch jemand, sondern wir machen uns auch ein Bild um das Drumherum, damit du auch überhaupt sehen kannst, ob eine Resonanz für dich ist, ob du dich da angesprochen fühlst, wenn ich da das eine oder andere so beschreibe gleich, ne, an deiner Lebenssituation. So, da merkst du mit der Zeit ja, hey, ne, irgendwie fühle ich mich da jetzt hier angesprochen oder an dieser und dieser Stelle war das, als ob ich jetzt hier richtig angesprochen bin. Und das ist dann eine Resonanz und das dann ist das super. Ne? Und wenn nicht, wenn du das nicht hast, wenn du dich gar nicht angesprochen fühlst, ne? Bitte nicht traurig sein. Nächstes Mal bist du vielleicht dabei und schickst dann von Herzen an den nächsten weiter. Bei der Gelegenheit möchte ich auch gleich erwähnen, dass ich mich über einen Daumen nach oben echt freuen würde, wenn dir das Video gefallen hat. Und wenn du ein neuer Abonnent bist, begrüße ich dich auch ganz herzlich natürlich. Freue mich riesig, dass das so schnell so viel Interesse gezeigt wurde. Wenn man sich das überlegt, ich mache das hier 2 Monate jetzt und ich habe vorher nie irgendwelche Videos gedreht. Das war für mich auch erst alles eine Überwindung. Aber die Resonanz war einfach so toll und da habe ich mich so drüber gefreut und jetzt mache ich das wirklich mega gerne mittlerweile. So, aber jetzt kommen wir hier zu deinem Orakelchen. So, wir stellen die Frage, wenn du ein Mann bist, natürlich umgekehrt, ne, ist klar, oder wie auch immer, oder wenn du noch eine Frau suchst und bist eine Frau, ist auch völlig, drehst dir dann, wie es passt, ne, so, in deinem geschlechtlichen Sinne. So, jetzt, ich spreche von der Seite einer Frau. Das Orakel ist auch zeitlos und alles Wichtige findest du in der Beschreibung. In der Infobox. So, jetzt wollen wir uns ein bisschen konzentrieren und wollen ein paar Karten springen lassen. Ihr könnt ja auch gerne vorspulen, wenn euch das Ganze, wenn ihr nicht so Lust habt, euch das Gemische anzugucken. So, wenn wir noch 4 Karten bekommen könnten. So. Vielen herzlichen Dank. Und jetzt wollen wir mal gucken. Oh, das sind ja, ist glaube ich jetzt, aber egal, wir nehmen, wie es kommt, ne? So, jetzt wollen wir mal gucken, was ist denn bei dir los? Taucht da neue Energie in dein Umfeld auf oder nicht? Oder, ne, ups. Wir schauen. Jo. Seht ihr alles? Juhu. Es geht los, meine Liebe. So, pass mal auf. Hier in deinem, wenn das hier an deine Adresse geht, geht es bei dir so ein bisschen, es werden so Nachrichten wie hin und her geschrieben zurzeit. Da ist so ein bisschen, die Vögel bringen so ein bisschen Unruhe. Hier stand vielleicht auch schon mal so vor kurzem oder ne, vor nicht so langer Zeit ein Treffen oder irgendwas im Raum. Ne? Und da wurde schon hin und her geschrieben, im Grunde genommen. So ein bisschen Aufruhr hat das Ganze gebracht, ist aber nicht so richtig in die Verankerung gegangen, ist irgendwie nicht so richtig umgesetzt worden, das Ganze. Die Mäuse nagen diese Verankerung so ein bisschen an. Und ja, die Klarheit, also, ne, also da liegt noch so ein bisschen die Distanz, Entfernung. Also erstmal kann ich dir schon mal grundsätzlich jetzt sagen, wir haben die Frage gestellt, taucht da eine neue Energie, ein neuer Mann auf der Bildfläche auf. So, ich möchte natürlich jetzt hier auch noch eine Klärungskarte oder 2 ziehen. Es ist nämlich so, dass hier aber noch eine alte Sache irgendwie nicht ganz abgeschlossen ist. Das heißt, ich habe dir ja gerade gesagt, als wenn mal irgendwie
darum ging, um ein Treffen oder ne, eine Verabredung oder vielleicht das mal im Raum stand und da irgendwie vielleicht hin und her geschrieben wurde schon. Das Ganze ist aber irgendwie nicht fest geworden. So, und jetzt auch nicht so richtig klar geworden. So, jetzt möchte ich gerne hier auf die Klarheit und den Turm, der daneben liegt hier. Da möchte ich gerne mal, okay. Also, hier ist eine Kommunikation in irgendeiner Weise gewesen, die sich dann mit der Zeit mehr Distanz reingekommen ist in dieser Kommunikation. Anfangs war das vielleicht gar nicht so. Also, hier ist was Vergangenes noch nicht ganz vom Tisch, meine Liebe. Und zwar, guck mal, haben wir hier, oh, ich muss einen Schluck trinken. Und zwar haben wir am Ende des Tages haben wir hier die Verstrickung, die Umwege und das, was schwer lastet, das Kreuz. Jetzt wollen wir da auch noch mal eine Klärungskarte zu haben. Orakelchen. Ups. Oh, jetzt ist so runtergefallen. Ah, das ist hier gar nicht so einfach. Und guck dir das mal hier an, was das der sagt. Pass mal auf. Bevor bei dir hier eine neue Energie kommen kann, wenn das hier an deine Adresse geht, wohlgemerkt, Leute, ne, dann wirst du dich angesprochen fühlen. Oder sag anders gesagt auch, ne, aber du wirst dich wiederfinden in dieser Legung, ne? Weil viele fragen ja immer so, ja, woher merke ich denn, auch in Nachrichten, die ich bekomme, wie merke ich denn oder woher weiß ich das denn? Aber ich beschreibe ja auch so ein bisschen was drumherum. Und wenn du da dich wiederfindest, nicht, das muss nicht komplett sein. Es kann auch sein, dass du dich in einzelnen Dingen wiederfindest. Aber dann ist das vielleicht nur genau das, was du mit heute auf den Weg bekommen sollst. Verstehst du? Deswegen sage ich, nimm das, wo du dich wiederfindest für dich. Und eben, wenn es natürlich gar nicht ist, ne, dann kannst du zur Unterhaltung auch natürlich gerne schauen. Ne? Aber dann nicht annehmen, das ist klar. So, aber weiter. So geht's hier mit dem Sarg. Oh, pass mal auf. Jetzt erzähle ich dir mal was. Jetzt erzähle ich dir mal was, meine Gutste. Pass mal auf, du. Deine Verstrickung, die du hier hast, ne? Dieses, was auch so ein bisschen schicksalhaft ist, aber das hört sich immer so auferlegt und hart an und unabwendbar sozusagen. Aber es ist halt so eine Situation, die bei dir da ist. Da ist eine grundsätzlich, erstmal ist da was, irgendwas Altes noch nicht ganz abgeschlossen. Ich will damit nicht sagen, du musst nicht unbedingt in einer Situation sein, wo du sagst, ich möchte lieber aber den Horst haben beispielsweise oder den Stefan oder so, ne? Sondern vielleicht ist es auch unbewusst, dass da irgendwas, irgendein Mensch aus der Vergangenheit, eine Partnerschaft, die war oder ein Mensch aus der Vergangenheit, noch so ein bisschen, ja, bei dir Einfluss hat auf auf dein Energiefeld sozusagen oder da noch drin steckt. So, im Unbewussten kann sein, kann aber auch sein, dass du dir dessen völlig bewusst bist, ne? Denn, weißt du was, das Ganze, wo du drin steckst zurzeit, das ist der Sarg. Nein, du steckst nicht in dem Sarg. Aber es ist so, man kann schon fast sagen, du steckst in dem Sarg, weil guck mal, auf dem Bild, jetzt stell dir mal vor, du bist eine Raupe und der Sarg ist nicht der Sarg, sondern ein Kokon, den du um dir hast. Was kommt denn am Ende immer mit, wenn ich das mir das vorstelle? Also für so eine Raupe finde ich das auch nicht gerade toll, da die ganze Zeit in so einem kleinen Ding da zu hängen und warten, bis ich dann endlich raus und losfliegen kann und in der Zeit auch voll angreifbar bin. Weil jeder, der mich da hängen sieht, kann mich vom Baum zupfen oder wo auch immer. Ne? Ihr wisst, sinnbildlich, ich spreche immer sinnbildlich, vom Gefühl her. Ne? Aber was am Ende dann, dieser wunderschöne Schmetterling, der dann da wirklich rauskommt, wenn die Raupe ausgeharrt hat, damit will ich jetzt nicht sagen, du sollst ausharren, ne? Sondern dass dieser Prozess angenommen hat und dem mit Dankbarkeit oder ja, mit einer Annahme entgegentritt. Sozusagen. Und da steckst du auch zur Zeit so ein bisschen drin. Wir hatten ja dann den Fuchs noch, dann pass mal auf. Und dann kommt der Fuchs. Und wo der Fuchs hier, was der Fuchs hier zeigt, ist, dass dieser Prozess etwas mit Unsicherheit zu tun hat, mit einer gewissen Art
von Misstrauen oder Vertrauen. Also der Fuchs ist sehr hinterhältig oder und auch berechnend, und der Fuchs macht beobachtet seine Beute erst und greift von hinten an der schwächsten Stelle an, sozusagen, was ja rein von der Jagd her sehr schlau ist, ne? Oder von der, ne, Art und Weise, aber auch mit unfairen Mitteln manchmal. Und es könnte tatsächlich sein, dass dein Thema zur Zeit im Leben ist, dass du da genau da dran musst, an dieses Gefühl. Oder vielleicht bist du ja sehr, sehr, sehr vorsichtig auch, wenn jemand Neues in dein Leben kommt. Und das hat alles dann auch seine Gründe, weißt du? Und was ich dir jetzt sagen kann, und jetzt wollen wir doch noch mal einmal eine Karte gerne auf diese Verabredung beziehungsweise Treffen, was auch immer, was da irgendwie nicht wirklich fest, also in den Verlust gegangen, gewandert ist. So, und da hat es wohl eine Unstimmigkeit auch gegeben. Ein Konflikt über diese Geschichte hier, über diese, was da gewesen ist, dass ein Treffen oder was auch immer da nicht stattgefunden hat. Und genau, was nicht stattgefunden hat. Und hier möchte ich auch noch was kurz zu sagen. Und zwar, ich habe dir doch gesagt, diese Klarheit, die du dir da gewünscht hast oder wünscht in dieser Sache, die hat es irgendwie nicht komplett gegeben. Also so eine komplette Auflösung dieser ganzen Geschichte, die da noch unbewusst mitschwingt, die hat es überhaupt nicht gegeben. Ne? Und das ist ein großes Problem. Denn deshalb schwingt sowas noch, wenn was nicht komplett aufgelöst ist, schwingt sowas im Unterbewusstsein unter Umständen dann noch mit, ne? Du, und jetzt ist es aber so, dass da schon bei dir dann auch ein Punkt war, wo du gesagt hast, so, aber jetzt hier einen kleinen Neuanfang, ne? Jetzt vielleicht sogar für dich ein großer, aber hier liegt er als kleiner. Und was aber noch sein kann, das hatte ich auch gerade kurz, es kann aber auch sein, dass du dir sagst, ey, in dieser Sache, pass auf, ganz wichtig, was ich jetzt sage, ja, weil für dich, um die Resonanz in dieser Legung hier zu sehen. Pass mal auf, es kann aber auch sein, dass bei dieser Geschichte, ne, du selber jetzt sagst, ey, ich habe das so leicht genommen oder beziehungsweise ich bin da so positiv irgendwie auch rein erst, ne? Und dann mit dieser kindlichen Leichtigkeit, wie ich immer sagte, ja eigentlich was Gutes ist, weil man im Hier und Jetzt ist, ne? Weil man nicht abwägt, was kommt in der Zukunft oder Schuldgefühle Vergangenheit, sondern komplett, ne, einfach nur das nimmt, was ist, sozusagen. Aber ist das genau, kann auch an dir genagt haben, dass du sagst, Moment, 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 da werde ich jetzt aber mal vorsichtiger sein, auf die Zukunft gesehen, ne? Und das sozusagen auch der Prozess ist, wo du drin stehst, diese Transformation oder Raupe, Schmetterling, ne? So, jetzt bin ich ein bisschen gerade weggekommen, gedanklich, bei Raupe, Schmetterling. So, aber jetzt bin ich wieder da. So, pass auf. Und das ist es so, dass da ein Rest Unklarheit geblieben ist bei dir. Und das Gefühl, Moment. Da laufe ich Gefahr, wenn ich mit einem blind praktisch so da reinlaufe, laufe ich Gefahr, ganz derbe verletzt zu werden oder enttäuscht zu werden oder was auch immer. Was? Oder reingelegt zu werden, hintergangen zu werden, und damit natürlich auch die Gefühle zu verletzt bekommen, wollte ich gerade sagen. Also das, ne, du weißt aber, was ich meine. So. Meine Liebe, weißt du, was ich noch gucken wollte, wo du reinschaust? Ich wollte ein Bild hier so vor dir, eine Karte hier vor dir legen und einfach mal gucken, wo schaust du denn jetzt aktuell rein? Die habe ich noch abgefangen, du. Ach nein! Das ist ja jetzt, Leute, ich bin jetzt aber froh, dass ich die hier springen lassen habe, weil ganz sicher hätte da einer gesagt, die hat sie doch vorher gezogen, die Karte. Ah, oh, ist das gut. Nein, jetzt Spaß beiseite, Leute. Ernsthaft, ey,
meine Liebste oder mein Lieber, je nachdem dreht es euch, habe ich ja gesagt, du schaust direkt schon da zu einem speziellen Menschen. Entweder da kommt jetzt wirklich Holterdiepolter jemand in dein Leben gestürzt, sozusagen. Könnt ihr noch eine Karte einmal drauflegen? Aber man soll es nicht ausreizen. Ich lasse es. Wir lassen es lieber so stehen jetzt. Weil mein Gefühl sagt mir, das so stehen lassen jetzt, das ganze Bild. Und wenn man dann immer weiter drüber geht und das immer ausreizen will, das ist nicht gut. Dann verwischen die Ergebnisse und das möchte ich, oder ne, die Prognosen, das möchte ich auf keinen Fall. So, pass auf. Wichtig ist, entweder da kommt jetzt wirklich einer, schwupps, oder da ist schon jemand, den das ganze Thema hier betrifft. Du weißt, was ich alles vorher gesagt habe, ne? Dass genau es darum geht. Also entweder da kommt jetzt so zwei Situationen. Da kommt tatsächlich jetzt jemand in dein Leben, aber das musst du auflösen hier, was ich dir vorher gesagt habe, um das komplett zuzulassen, um das wachsen lassen zu können. Da musst du da noch mal dran irgendwie. Da ist ja was noch, ne? Was ich dir gesagt habe, meine Gute. Und hier vor allen Dingen auch an diesem, was ich hierzu dir gesagt habe, diese Umwege oder Verstrickung und das ist auch, das ist was sehr schwer lastet, weil es dich im Leben, na, blockiert will ich nicht sagen. Wir haben ja auch nicht den Berg hier liegen. Aber was dich runterdrückt, ist dann so, ne? So, das war schwer, du weißt schon, das Kreuz zu tragen, eben, ne? Das Kreuz den Berg hochzutragen. Ach, meine Liebe, ich lasse dich jetzt hier mit, das ist sehr positiv, ich freue mich richtig, ehrlich jetzt, ich freue mich richtig. Sollen wir noch einen inneren Buddha auf die ganze. Komm, machen wir noch. Pass mal auf, du. Wir ziehen jetzt noch einen inneren Buddha. Was der dir zu dieser Geschichte, die auf der einen Seite super mega klasse ist und auf der anderen Seite auch an deine Grenzen dich bringt und ja, ins Arbeiten mit dir selber, ins Arbeiten mit dir selber. Das ist gut. Das ist sehr gut. So, und jetzt wollen wir, liebes Orakel, bekommen wir vielleicht eine Karte von dem, oh, zwei. Okay, die nehmen wir dann. Die nehmen wir doch. So, wir fangen hiermit an. Das Gegenüber ist immer ein wertvoller Spiegel. Verändere dich und nicht den anderen. Oh, das ist doch, ich finde die Karten, die, boah, ich finde die einfach spitze, ehrlich jetzt. Guck mal, genau darum geht's. Hier, das ist nicht das Problem, da das Neuer, dass hier einer, wupsiwups, vor dir steht, der Interesse hat, die Teufel, das wird nicht das Problem sein. Das Problem ist noch da, ein Stückchen außer Vergangenheit oder ganz nah Vergangenheit, je nachdem, ne? Du weißt bestimmt genau, was gemeint ist. Deswegen, guck, was ist das da gegenüber? Was spiegelt mir das? Und, ne, verändere dich selber. Wenn du sagst, okay, das gefällt mir nicht, da fühle ich mich nicht wohl in der Situation, warte niemals darauf, dass der Gegenüber, wer auch, whatever, ne, oder whoever, warte nicht, bis da eine Veränderung kommt, sondern guck bei dir selber, um was in Gang zu bringen, um Energie reinzubringen, wieder neue in eine Situation, die vielleicht feststeckt. Oh, ich muss auf meinen Speicher achten. Okay. Die vielleicht feststeckt, ne? Okay, wir machen jetzt noch die andere Karte, Leute. Wir werden geboren, um zu leben. Oh, ist das schön. Du bist es wert, am Leben zu sein. Sei dankbar für jeden neuen Tag. Lächle und lebe. Sind die, sag doch mal ehrlich jetzt, sind die nicht schön, die Karte? Ich finde die ehrlich jetzt. Also das ist doch wirklich, also, ne, wir sind hier geboren worden, um das Leben zu fühlen, in vollem Umfang zu leben, ne, und nicht zu vegetieren oder, ne, am Leben vorbeizuleben, sozusagen, indem wir so in so Hamsterräder sind, ne? Dann da lebt man ja nicht, dann ist man im kompletten Automatismus ja drin, mehr oder weniger. Ne? Man ist hängt ja nur im Unbewussten, ne? Man macht ja alles so irgendwie, ne? So mal ins Bewusste kommen auch mal am Tag, ne? In dem bewussten Zustand, wo wir vielleicht dann nicht irgendwas machen, um uns, ne? Was automatisch irgendwie 500.078
Gedanken in einer Minute oder so. So, also du bist es wert, am Leben zu sein, sonst wärst du ja nicht da, ne? Du bist hier, weil du den Wert, weil du es wert bist. Und das wirklich, nimm dir das zu Herzen. Egal, wer da draußen zuschaut. Sei dankbar für jeden Tag, für jeden neuen Tag und lächle und lebe. So mit Dankbarkeit in den neuen Tag hin, dann gehst du gleich mit einem positiven Gefühl rein. Erstmal danke, ne, dass der Tag einem sozusagen geschenkt wurde. Gehst du mit einem positiven Gefühl rein und dann gibst du schon mal positive Energien raus. Ne? Oh, und jetzt hier habe ich dir, glaube ich, alles schon ganz, ich denke, du wirst erkennen oder dich wiederfinden, also eine Resonanz oder eben nicht. Darum sage ich ja auch immer noch so ein bisschen drumherum um die ganze Geschichte. Denn hätte ich jetzt einfach nur gesagt, oh, guck mal da, da liegt ja schon einer oder so, ne? Da kommt also ein neuer Mann, dann weiß man, okay, da kommt vielleicht ein neuer Mann, aber man muss ja immer schauen, finde ich mich in der ganzen Situation da jetzt wieder, ne? Wie gesagt, nicht jedes Orakel geht ja auch an jede Adresse. Und deswegen kommt es natürlich vor, dass du bei einem Video an einem Tag bei mir eine Resonanz spürst und am nächsten Tag ein Video vielleicht kommt, wo du sagst, nö, also das fühle ich mich nicht, kann ich mich nicht reinfühlen oder das ist, ne, finde ich mich nicht wieder. Das kann ja durchaus sein, natürlich. Es wäre ja auch blöde, weil so viele Menschen, wenn das immer nur dieselben betreffen würde. So, ne? Ich glaube, ich habe das jetzt ganz gut erklärt. Ach so, jetzt verabschiede ich mich für heute. Oder, nee, ich wollte noch ein Video heute machen. Eine Idee habe ich noch. Wir sehen uns heute noch einmal. Und ich weiß aber noch nicht genau wann. Ich habe nämlich noch eine andere Situation im Kopf. Ausgangssituation. Ja, und jetzt wirklich verabschiede ich mich. Ey, schick euch ganz liebe Grüße, weil morgen haben wir ja schon Weihnachten. Und für alle da draußen, ich wünsche euch ein richtig super Weihnachtsfest. Schick euch ganz liebe Grüße. Denkt an das Däumchen nach oben, wenn es euch gefallen hat, ja? Und ja, alles Liebe von mir. Tschüss.